Ja, und am Ende hat einfach spontan Pompeji nachgestellt. Ja, so könnte man das sagen. That's basically it. Sehr erfreut. Halt die Schnauze, ja? Halt die Schnauze. I will fucking dropkick you. Man muss aber auch sagen, wir haben mit Monster weniger gekämpft, weil wir halt ja Metallsoa fusioniert haben. Von daher, also wir hatten, ja, wir hatten einen kleinen Nachteil an sich. Nicht wirklich. Ich hätte sie vielleicht auch einfach in der Lava lassen sollen. Das Problem ist, ich würde zu gern was gegen diesen Bähm-Mod mit seinem Wiggis Windvieh unternehmen. Weil das Ding war auch ein Problem. Aber der Feuervogel war das Größere. Das Gute an der Sache ist, jetzt haben wir wieder alle unsere Monster zur Verfügung. Also Skelengel hat hier nichts zu melden. Das hat absolut nicht funktioniert. Wait, what? Wait, what? What? Weil wir verloren haben, ist die Illusion wieder weg. Ich krieg gerade mildes Kocken. Gut, da muss ich mir was anderes einfallen lassen. Weil nochmal fusioniere ich Metallsoa nicht nochmal gegen ihn. Dann sind wir wieder im Nachteil. Aber der Stolz ist da der Pinguine. Er wird weiter kämpfen. Wenn ich mit ihm einen Treffer lande, könnten wir sogar gut was machen. Ryukishin ist hier auch gut gegen seine Felsmonster. Mon Lavas hat hier nichts zu melden. Nicht wirklich. Der Hummer war scheiße. Das war eine scheiß Idee. Was ist mit dir? Oh ja, this is what I'm looking for. Das ist doch schon eher, wonach ich suche. Ein Wassermonster, wo tatsächlich was reißen kann. Magiermädchen hatte auch nicht so viel zu tun. Pumpkin. Du hast mir eine Menge Probleme bereitet. Und du bist... Ja doch, wir probieren das mal. Mein Soa ist... Soa ist an sich schon gut. Das darf man nicht vergessen. Und am liebsten würde ich auch ihn hier mitnehmen, weil er ist fucking busted. Aber ich glaube, das kriegt man auch so hin. Skelengel hat gar nichts gemacht, ne? Also das wäre Blödsinn. Blue Eyes. Er hat nicht wirklich was, wo wir mit Blue Eyes was machen können. Und dafür ist Blue Eyes zu teuer. Aber wir können doch nicht immer solche nicht entwickelten Wassermonster losschicken. Er ist jetzt eine Ausnahme, weil er sich bewegen kann wie fuck. Wald bräuchten wir eigentlich. Nicht schlecht eigentlich, aber es ist so... ist übertrieben fancy schon wieder. Kakerlakenritter ist so eine Sache. Einige Monster, Effektradius. Oho. Wir können alle Monster... Das Ding kann heilen. Gut, 40 pp ist jetzt nicht so viel. Und er bewegt sich auch nicht wirklich dolle. Gerade wenn wir hier... Wenn wir echt schnell zusehen müssen, dass wir von A nach B kommen. Weil sonst... Was ist mit dir? Beefig. Aber zwei noch irgendwie... Zwei solche No-Names jetzt mitnehmen ist auch so eine Sache. Muss sagen, Stahloger, also Steinoger Grotto hat an sich gute Arbeit gemacht. Das war jetzt nicht schlecht. Ja, komm, aber Skelengel. Ist immer noch eine gute Wahl. Ist immer noch günstig für das, was er kann. Ist immer noch günstig für das, was er kann, Ryan. Deswegen, ich... Ja, das mit Metallsoa geht mir gerade auf den Keks, dass das nicht gespeichert wird.
So, mit Flammenmeer müssen wir gucken. Den müssen wir irgendwie dahin kriegen, dass er so ein Sneaky-Treffer landet, you know? Mit ihm bräuchten wir echt so einen kleinen Sneak-Treffer gegen diesen Vogel. Das Problem ist, dieser Vogel ist so irre schnell. Der kann sich, ich meine ja nur, der kann sich 4 diagonal bewegen. Das ist eine Menge. Und der mit der Power, die das Ding hat. Das ist... So, aber diesmal fusionieren wir nichts, sonst haben wir ein Monster mehr. Und jetzt wissen wir auch, dass sein Vogel da ein richtiger Nervlord ist. Das heißt, dagegen können wir was unternehmen. Da müssen wir also aufpassen. Gut. Ryukishin hat auch ein bisschen Power, das ist also auch gut. Mein Skelengel konnte eigentlich nur nichts machen, weil er da stand und dann kam dieser Vogel da reingesweept und hat ihn weggebasht. Da konnte er nichts machen. Hat er null Chance gehabt, hat er da. Aber immerhin haben wir jetzt hier einen Kürbis. Perfekt. Ich meine, er hat nur 7, ne? Was heißt hier nur? Ich meine, seine davon ist im Grunde mein Flammenmeer nur 3-mal so schnell. Aber mal gucken. Vielleicht läuft er diesmal ein bisschen besser. Vielleicht läuft es auch diesmal mit weniger Lava. Ich verstehe nur nicht, warum Flammenmeer hier so ein mega Minus kriegt. Da, ich muss einfach auf diesen Vogel aufpassen, ja. Wir passen einfach auf den Vogel auf und dann wird das schon irgendwie. So, und den stärksten aller Pinguine. Man kann ja sagen, was man will, aber... Ich meine, wie viel... Ja, 45 Verteidigung, das ist... Das ist schon gut, was? Weil er hat 11, also. 27, 15. Wassermonster generell haben eine ziemlich piefige Verteidigung. Naja, schick den mal ruhig dahin. Schick mal deinen Behemoth nach vorne. Den will ich eigentlich am liebsten als erstes weghaben. Den nicht deinen platten Drachen. Den kannst du dir sonst wohin schieben. Es sei denn, wir spielen das Ganze richtig safe. Warten, bis er hierher kommt. Wir lernen aus dem, was wir letztes Mal verbockt haben. Warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht, ne? Warum eigentlich nicht? Einfach aus den Fehlern lernen und diesmal ihn hierher kommen lassen. Ihn in die Lava laufen lassen. Dann wird er nämlich piefig. Also am meisten muss ich echt aufpassen, wenn er diesen Vogel raus hat. Ist der hier, ne? Ja. Der ist das größte Problem. Er hier, der Behemoth zwar auch, aber das ist genauso schnell. Ay, caramba. Der hat echt 2 schnelle Viecher. Und einer davon ist so stark wie mein Flammenmeer. Ja, weich dein Gras auf. Soll mir recht sein. Ja, ich meine, warum sollen wir jetzt denselben Fehler nochmal machen und alle unsere Monster da in der Lava versinken lassen?
Wenn er sich hier schon so dumm hinstellt, können wir ihm schon mal eine reinzimmern. For free? Er ist sicher, selbst wenn Feuer kommt. Ich sage, he totally lost it. Geh mal hier hin. Mein Fisch. Fisch, Fisch, Fisch. Und so lange halten wir uns einfach mal derbe an unserer Küste auf. So, why not? So, mein mächtigster aller Pinguine. Boah, er kann sich ja auch so derbe viel bewegen. Das habe ich ganz vergessen. So, mit dir passe ich auf. Okay. Yes. Komm nur her! Komm nur her! Pharao! Ja, ja, ja. Sabbel du mal mit deinem Reich der Schatten rum. Ich war da schon mal. Die haben kein Vanilleeis und die Softeismaschine ist immer kaputt. I'm standing. Und du hast dieses Vieh jetzt genau hier hingeschoben. Das finde ich nett. Ein Heft? Ein saftiger Schaden. Das ist nämlich dann schon mal ein Problem, was wir los sind. Ja, genau so möchte ich das sehen. Seine Monster sind im Grunde jetzt gerade in drei Stufen aufgeteilt. Die Front, wo er jetzt richtig auf den Sack kriegt. Hoffentlich. Okay, okay, okay. Warte mal, Wind. Ich habe ja kein Waldvieh mitgenommen, ne? Ich habe ja keinen Waldschrat mitgenommen. Aber ich könnte Ryukishin hier hinsetzen. Ihn angreifen. Wieso nimmt dieses Scheißding keinen Schaden? Okay. Durchdenken. Wasser macht an dem Ding noch weniger Schaden. Also von daher können wir ihn hier so oder so hier hinschicken und Feuergras zerstören. Ich will mal sehen, wie dieses Ding das angreift. Will ich nur mal sehen. I want to see. That's an ugly fish. Schwimmt durch nix und isst Gras. Lecker. Okay. Ja, was denn? Willst du es schnacken oder was? Glaub mir, nach der letzten Niederlage bin ich dazu nicht in der Stimmung. Du Beeflord. Shit, der steht genau scheiße. Warte mal. Dich kann ich auch hier hinstellen. Das heißt, ich kann Ryukishin da ranschicken zum Fighten. Das Ding hält nur 190 aus. Ist also nicht viel. Ist ziemliche Glaskanone. Aber hält aus irgendeinem Grund trotzdem saftig aus, was mir voll auf den Keks geht. Immer nur 71. Why? Why? Du Nerv. Natürlich komme ich da absolut nicht mehr ran. Pinguin kommt da auch nicht ran. Ich habe auch niemanden, der da noch jetzt irgendwie rankommen würde, ne? Fucking shit. Ich muss jetzt eigentlich nur aufpassen, der bewegt sich vier. Aber wenn ich ihn da stehen lasse, kann er nirgendwo hin. Deswegen kann ich ihn einfach mal ein bisschen höher anschieben. Gut. Nein. Das heißt, ich kann mein Stahlgrotto sogar tatsächlich in Sicherheit schieben.
dass er hier nicht angreifen kann, geht mir gerade echt auf die Zwiebel. Dass der nichts machen kann. Gut, dann müssen wir das halt auf die nächste Runde lassen. Eventuell verliere ich jetzt einen. Aber ja. Na, Ryukishin. Oh, er überlebt gerade so. Aua. Wirst du mal. Mörgidi. Und da kommt der Vogel. Das Problemkind. Ja, komm mal her. Komm mal her. Er bewegt sich auch absichtlich so, so nach dem Motto: Aha, ich weiß, was passiert, you little cunt. Nee, Schnurgidi. Und ich denke mir so: Fuck you then. Inhale, Dick. Ich gehe sogar extra noch ein bisschen beiseite. Einfach weil ich die Reichweite habe. Bash his fucking face in. Okay. Oh, das reicht nicht für ein Level Up. I don't have money for chicken nugget. Nö, ich schicke hier jetzt niemanden da ins Feuer. Das könnt ihr euch sowas von abschminken. Das passiert jetzt in den nächsten Runden. Ich weiß das. Ich lasse euch jetzt hier alle so stehen und lasse ihn erstmal. Das passiert ja jetzt gleich, ne? Verarsch mich nicht, Spiel. So, jetzt wird's dangerous. Das Ding muss ich hart im Auge behalten. Wo es hin kann und wo es dann angreift. Ich kann sie hören. Marek, ich sag's dir nur ungern, aber diesmal hast du drei deiner Monster da drin. Nur mal so nebenbei. Das sind drei deiner Monster, die jetzt gleich mit Lava überzogen werden. Shit's gonna hurt. Alles klar, Utakumo. Utakumorix. Bis denn. Ja, ich mein, Marek hier, enjoy your shit. Ja, you talk shit, mate. Lol, warum nehmen seine anderen Monster keinen Schaden? Lol? Warum? Das Ding ist Erde, es ist... Er ist Feuer. Aber da stand ich letztes Mal auch. Halt mal den Zug an. Ich stand das letzte Mal mit Feuermeer hier im Lava und wurde verbrannt. Oder? Ich könnte hier hin... Oh, Alter. Ja, dann blockier nicht meine X-Taste, Dipshit. Der Vogel hier, ne? 4 und 2. Mit so einem Attack-Wert, das Ding brauche ich. Das Ding kostet nur wie viel? Alter. Warte, einmal das Grid anmachen. 2, 3, 4. Warte mal. 3, 4. Alter, der hat aktuell auf so viele meiner Monster freie Bahn. Überwiegend auf ihn hier. Weil er dann hier steht. So gesehen. Mein kleiner Pinguin. Du musst stark sein. Mein kleiner Pinguin. Ich vertraue dir meine Stärke. Ich vertraue dir jetzt sehr viel an. Und dir wird einiges zur Last gelegt. Deswegen hoffe ich... Usabilities, welche? Welche könnten jetzt einen tatsächlichen Sinn haben? Du... Erdrate, wenn dann von verringert werden, bringt mir gar nichts. Du hast keine... Ja, du hast die, den Feuerboost. Ne? Perfekt Landtribut für einen Zug für 10%. Das bringt uns auch leider nichts. Du hast keinen. Und Penguin got none.
Ich habe keine Abilities, die ich benutzen könnte. Es sei denn, ich habe jetzt irgendwas Spezielles gelernt. Nö, I don't. So. Ich habe keine Fähigkeiten, die ich benutzen könnte, die Sinn machen würden. Und er läuft genau in meine Falle. Es tut mir so leid, Pingu. Aber du hältst es aus. Oh mein Gott, der beste Pinguin, der golden strahlt. That's a pissed off chicken. Wenn du nicht mehr Schaden an... Yugi, provoziere ihn nicht, bitte. Nein, Pingu! Pingu, nein! Dein Opfer wird nicht umsonst gewesen sein. I promise. Dein Opfer wird nicht umsonst gewesen sein. So, das Ding knöpfen wir uns jetzt vor. Natürlich stehe ich wieder überall beschissen. Natürlich stehe ich jetzt überall beschissen. Das ist doch Verarsche. This is what you get. Das ist für meinen Pinguin. Problem gelöst. Ja, das ist Blödsinn. Ich könnte meinen Hai in Lava baden. Das wäre sinnlos. Hiermit könnte ich schon fast rüber. Du bist Feuer. Es ist Marek, shut the fuck. Na, 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 Marek. Das tun wir jetzt aber nicht, ne? Erde. Okay, warte mal. Schick ihn mal hier hin. Du stehst gerade überall scheiße. Nur mal so nebenbei. Aber wenn ich dir hier den Weg blockiere. Oh, I have an idea. Warte mal, wenn du... du hast nur 2 und 2, ne? Ja. Okay. Bingo. Ich könnte meinen Hai natürlich echt hier hinschicken. 1, 2... Ach, das ist jetzt äußerst ärgerlich. Natürlich steht das Ding natürlich genau wie ein Problemkind da. Pumpkin möchte ich jetzt eigentlich nicht ins Feuer latschen lassen. Ja. Halt die Schnauze. Shut the fuck up. Ich meine, es ist ein nices Gimmick irgendwo, dass die Gegner sagen so, Mann, mach hinne. Aber ich denke mir so, boah, Alter, shut the fuck up. Ich sag auch nicht, boah, Marek. Du musst dein Ding nicht ja, ne? Zum 20. Mal. Ja, er hat nicht mehr viel. Das war aber klar. Das Problem ist, als Scheiße, jetzt hat er sich eigentlich genau da hingestellt, wo ich sie nicht gewollt habe. Ich darf jetzt nur nicht hier, ne? Muss ein bisschen geduldig bleiben. Er schmilzt da vor sich hin. Das kann er machen. Das kann er ruhig machen. Ich wünschte mal, die Kamera würde sich mal, ne, entscheiden, wie sie sein will. Ah, nee, das ist zu gefährlich. Aber ich lasse ihn mal da.
Das ist gerade alles scheiße. Das Gelängel hier hinpacken, nimmt da zwar Feuerschaden, aber immerhin können wir dem Ding mal ein bisschen mehr Schaden reindrücken. Hallo, die Kamera fand ich so eigentlich ganz witzig. Muss sein. Schmerz, aber Kürbissuppe. Wieder ein Problem weniger. Solange er sich da nicht rübertraut. Oh. Warte mal, du warst auch so ein Süchti, ne? Ah ne, nur zwei. Das ist ja gar nichts. Komm, geh hier hin. Und dich lassen wir da. Nur mal ein bisschen nachrücken, genau. Und der Hai, den lassen wir doch mal auch. Da wird jetzt zwar ein bisschen gekocht jetzt gleich, aber gut, das muss auch mal sein, ne? Geht ja nicht ohne ein gutes Terrainfeld, ne? Okay. Der Vulkan lässt nach. Nee, es regnet! Es regnet einfach. Ah, shit, es dauert. Ah, es macht aber weniger Schaden jetzt. Noch 10 Damage, ist ja verkraftbar. Noch 10 Damage, das ist ja. Das ist ja mal schön. Das ist ja richtig verkraftbar auf einmal. Ich park meinen Heimer hier, hope you don't mind. Ryukishin. 10 Damage ist verkraftbar, komm. Jetzt muss ich nur gucken. Wie bewegt ihr euch? 3. Wenn ich also hier hingehe, ist schlecht. Also gehe ich hier hin. Ich packe jetzt alle meine Viecher in die Lava. Das ist auch eine super Idee. Was ist deine Strategie? Ich parke einfach meinen ganzen Shit in Lava. Aber er kriegt ja plus 97 in Lava? Eben, das war alles mein Plan. I knew it. I knew it from the start. Alle meine Monster sind in Lava. Aber 10 Damage ist verkraftbar. Sein Bossmonster habe ich gerade weggedropkickt, zum Glück. Er hatte so einen magischen Phönix, der einfach übertrieben krass war. Also nicht Ra, sondern Sonnenvogel von hast du nicht gesehen. Den musste ich in eine Falle locken und unseren treuen Pinguin dafür opfern. Sein Opfer wird nicht vergessen sein. In Memories an unseren Pinguin. Er hat sein Leben gegeben, damit wir leben können. So. Dann wollen wir doch mal. Bäh. Alter, ich mache hier echt Kürbissuppe gerade. Babum. Ich schätze mal, er ist nicht stark genug da. Ne, bewegen will ich doch gar nicht. Okay, ich nehme alles zurück. Er ist stark genug. Na? Hi. Das war eigentlich ein Pun, der sollte so gar nicht sein. Sorry dafür. Ne, habt ihr... Ich hoffe, ihr habt den nicht verstanden gerade. Weil ich hab gesagt, hi. You know? Like... Okay, sorry.
Seht ihr, kaum rennt man nicht sinnlos in die Lava, schon läuft das um alles besser. Jetzt läuft er weg. Zweiter Vulkanausbruch. Nee, wieder voller Damage. Au. Au. Ich dachte, der Scheiß würde jetzt komplett irgendwie aufhören. Hi. Plus 101? Alter! Alter, plus 101! Das ist brutal! Alter! Okay. Weißt du, der Windgott, ne, ein Windmonster in Lava plus 100. Literally ein Flammbogenschütze. Nah, I don't feel so good. Ich vergesse immer wieder, wie sich dieses Ding bewegt. Halt, 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 du stirbst sonst. I cannot allow this. Wie dieser Hai da oben, der so hochguckt, so. Ja, was willst du machen? Hier steht ein Hai vor der Tür. Heißer Wind. Aha, ich sehe schon. So, dich möchte ich dann tatsächlich noch. 101, Alter. So much. Ich ess dich auf. Oh, du willst mehr? Das ist für mein Pinguin, Dipshit. Wieso vergesse ich immer wieder, wie er sich bewegt? Ja, wo willst du hin? Du hast keinen Ort, wo du hinrennen könntest. Du willst unbedingt mein Wow, den willst du mir unbedingt jetzt noch wegnehmen, ne? Okay, gut. Du nimmst mir mein Skelängel weg. Ich nehme dir dein Leben weg. Wie wär's damit? Da brauchst du dich auch gar nicht neu zu positionieren. Das kannst du dir jetzt in die Haare spielen. Du hast abgeschmatzt, Minion. Du hast abgeschmatzt. Bye, bye. Das wird dir den Rest geben. Na, geht doch. Da rennt man mal nicht in die Lava und schon läuft alles. Ich habe dein Symbol zerstört. Du hast verloren. Ah, das werde ich dir heimzahlen, Pharao. Er klingt so genervt davon, so. Ja, ne, fuck you. Dann. Ich hab gewonnen. Ja,
Ich bin geschlagen. Nein, eigentlich solltest du verlieren, Pharao. Tja, du bist derjenige, der zu den Schatten zurückkehrt, Marek. Oh nein! Nein! Ja! Marek intensifies! Ich muss ja sagen, der Hai hat einen guten Job gemacht. Der hat einen echt guten Job gemacht, ja. Doch, durchaus. I'm approving. Ich bin Level Up. Feuermeer ist ein Level Up. Fast jeder, außer der Hai. Aber der Hai hat schon ein Level Up eben gerade bekommen. Alter Verwalter. Alle rasten so aus. PP 999. Nein. Nice. Finde ich gut. Warum hat die maximal ein Level erreicht? Ist nie. Was? Welches Monster hat die maximal Level erreicht? Also auf jeden Fall den Vogel. Dann. Der ist teuer. Aber doch. Okay, und die beiden.